3, 2, 1, drop it. Meet myself and Servus Freunde und damit willkommen zu einer neuen Folge der Formel 1 2019 Koop-Karriere. Und zwar geht es heute nach Shanghai in China. Und natürlich wieder nicht vergessen, Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Also Leute, jetzt natürlich wie immer viel Spaß mit dem Video. Regen. Oh nee. Fuck. Der fette Skifahrer. Eigentlich schon gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich im Regen gefahren bin. Ich schon. Es war, glaube ich, sogar ein das war auch ein Schiener bei mir in der Karriere. Leichter Regen. Aber die KI ist im Regen voll schlecht, also von daher wird das wieder ein Doppelsieg für uns. Für Renault mit... Ah ne, haben ja gar keine Renault mehr, die Red Bulls. Also doch Ach, nicht. Ach du Scheiße, habe ich mich verbremst. Lol, ich hatte den besten Streckenabschnitt im ersten Sektor, aber habe den zweiten schon jetzt. Hattest du lila? Ich nicht. Aber dafür jetzt vielleicht. Ja. Ja, jetzt hast du safe, weil ich hab absolut verkackt. Ah, jetzt habe ich natürlich hier lila, zweiter Sektor. Alter, ich. Oh. Und die Runde, komm. Jawohl, Alter. Pole! Pole Position einfach. Pole, Arsch. Lol, Alter. Wegen dem Regen hoffe ich, das Rennen trocken, weil ich habe keinen Bock da vorne wegzufahren. Die KI ist einfach so schlecht im Regen. Jo, ja, genau, Alter. Ach, eine Sekunde. Letzte. Lance, 3,3 Sekunden. Oh, 3,8 auf war es gerade der? Der ist doch im Regen eigentlich nicht schlecht gewesen da. Damals in Monza. War der doch irgendwie Dritter oder Zweiter. Ich glaube 2017. Da war er krass, aber hier ist er schlecht im Spiel. Ah, ist trocken. Jawohl, besser ist es. Wieder schön auf Soft starten. Dann auf die Mediums, so wie immer. In der Karriere hat es ja noch nicht so gut geklappt mit deinen Strategien. Warte, bei welchem Rennen war das? Ah, in Monaco. Alter, das war schlimm. Das war's, Alter. Sonst war es eigentlich ganz okay. Glaube ich. Da habe ich aber auch nichts Krasses ausprobiert. Ich habe einfach fast nur das Normale gemacht. Außer in Monaco. Da ging es da hinten los. So, wieder der Start. Komm, bisher waren die Starts ganz okay. Lichter gehen aus. Oh. Jawohl, ich komme nicht schlecht. Alter, ich komme ganz gut weg. Aber Vettel, der hat einen Blitzstart. Hinter mir Ferrari, Red Bull und Mercedes. Aber ich bleibe auf Platz 1 erstmal. Sehr schön. Jawohl. Oh, ich bin auf Platz 6 vor. Alter, ich werde so rausgedrückt. Von Sainz. Oh, ich bin auch schön auf dem ersten Platz. Bin auf dem Gras, bin wieder 8er, 9er. Warte, wie viel da warst du im Qualifying 7er oder so? 8er. Ah. Oh. Qualifying 8er. Digga, ich zieh hier entspannt weg. Oh. Oh nee, scheiße. Dreckskurvenausgang, jetzt ist Hamilton direkt ran. Aber ich mach die Tür zu, sehr schön. Jetzt kommt Verstappen wieder. Neben Hamilton, glaube ich. Ah, jetzt hat er ihn wieder. Oh, da geht's richtig ab hinter mir. Hamilton und Verstappen und Vettel. Zu dritt da. Jetzt ist Vettel einfach an Verstappen vorbei. Jetzt mache ich hier mal eine schöne schnelle Runde. Jagd auf die schnellste Runde wieder mal. Jetzt. Oh, Hamilton direkt in meinen Nacken. Fuck. Die ganzen Top-Leute da. Oh, Hamilton ist schnell auf der Geraden. Er kommt näher. Oh, der will hier innen rein. Nein, Alter. Konnte ich nicht mehr verteidigen, weil sonst wäre ich aufs Gras rechts gekommen. Egal, ich bin neben ihm. Die Kurve gehört mir. Jawohl, da habe ich ihn wieder. Alter, das war krass. Komm, schnellste Runde. Jawohl. Ah, Verstappen. Oh, Hamilton wird geschluckt, oder? Lol. Ja, was mit dem passiert? Der wird irgendwie von drei Leuten ich überholt. Hatte die schnellste Runde. Hä? Was ist da los? Leclerc ist einfach von Platz. Hä? Leclerc ist gerade von Platz 4 oder 5 auf Platz 2. Hamilton wurde absolut. Ja, weil ich den halt rausgedrängt habe auf die Start- und Zielgerade. Den Kurvenausgang. Jawohl.
Der war fast Erster, dann habe ich den Platz wieder zurückgeholt. Oh nein, nicht du, Hülkenberg. Oh, Magnus ist ausgeschieden. Wird auf jeden Fall schwer hier, mich zu verteidigen gegen die ganzen KI-Fahrer. Wir sind echt sehr schnell unterwegs. Vor allem mit DRS. Du bist ja auch nicht so weit weg. Die Gruppe, glaube ich, hinter den ersten 6 Leuten. Ja, das ist deine Gruppe. Mit Perez noch am Ende. Ah, lol. Der ist auch noch da. Ja, und dann komme ich. Das aber noch ein DRS-Fenster. Oh, Verstappen jetzt ganz nah dran. Der will hier auf jeden Fall mich überholen. Auf die Geraden. Wird absolut schwer hier. So, jetzt aber alle Knöpfe hochfahren. Ich drücke schon mal hier den Spezialknopf. In Party Mode. Overtake Button. Oh, Verstappen, Leclerc, die ziehen alle vorbei. Jo. Renault Motor, man kennt's. Oh, später auf der Bremse als Verstappen habe ich doch noch den ersten Platz hier. Jawohl, Alter. Jetzt hier Leclerc. Oh. Boxeneinfahrt, gefährlich. Nein! Alter. 5 Sekunden Zeitstrafe. Digga. Hey, wegen 5 fucking km/h. Was ist das denn? 5 km/h. Ich bin einfach früher in die Box, weil ich keinen Bock hatte auf die Duelle. Und die halten sich ja, dann wahrscheinlich auch gegenseitig auf. Hoffentlich. Klappt eigentlich immer der Undercut. Ja. Ey, warum diese Dreckstrafe jedes Mal? Lieber eine Sekunde früher bremsen nächstes Mal, statt 5 Sekunden Zeitstrafe. Ziel ist, als Zweiter rauszukommen nach dem Undercut. Oh, und dann mit meiner Strafe als Erster. Yo. Ja, du bist 4 Sekunden hinter mir. Dafür fehlt mir die Pace. Da fahren jetzt viele an die Box, sehr viele. Ferrari, Mercedes. Oh, der kommt hinter mir raus, der Mercedes schon mal. Der Ferrari auch, locker. Lol, Ferrari? Lewis Hamilton hinter mir. Ich hab den Ferrari überholt. Lol, wer ist das? Obwohl ich in einem Racing Point war. Ich hab Vettel überholt. Jo, hä? Lol. Ah, Vettel war, glaube ich, so Vierter. Ja. Vierter, Fünfter. Digga, 5 Positionen gut gemacht mit dem Undercut. Alter. Krass. Das ist so eine Power. Oh ne, 2 Sekunden nur vor Lewis. Wird auf jeden Fall schwer, die 5 Sekunden rauszufahren. Oh, Hamilton ist aber schneller als ich. 2 Zehntel verloren habe ich. Ah, nur 312, Alter. Das ist schon übel langsam. Auf der Geraden. Wenn man an die Formel 1 2009 auf der PSP-Zeiten denkt. 380 im Windschatten, man kennt's. Oh, da gab's halt einen Glitch. Ich hatte in China, in meiner Karriere, war ein Glitch, da war die ganze Zeit ein einzelner Reifen in der Luft. Bei mir war gerade, weil jemand in der Box war, auf der Start-Zielgeraden kurz, das Auto da drin. Also auf der Strecke statt in der Box. Ich schön wieder auf dem ersten Platz. Leclerc ist vor Hamilton. Oh, Digga, die sind direkt hinten dran. Also direkt an sich. Das könnte gut sein. Ich bin jetzt 2 Sekunden oder so vor dem. Wenn die sich ein bisschen aufhalten, könnte es doch noch was werden hier mit dem Sieg vielleicht. Wäre ganz schön. Oh. Bisschen gerutscht hier. Lol, Bottas auf harten Reifen. Ja, boah. Da war ich sehr, sehr weit innen gerade. Auf dem Gras. Oh, da geht's ab. Und du schaust schön zu aus zweiter Reihe. Lol, Vettel hat auf Bottas. Oh, nee, sehr weit raus. Das war nicht gut. Mal schauen, wegen dem Abstand, Alter. Bitte, paar Sekunden, 2 oder 3. Sonst bin ich am Ende wahrscheinlich nur noch Vierter. Ja, dritter Sektor, schon mal schnelle Zeit. Ja. Halbe Sekunde, gut gemacht. Jetzt ist Vettel da. Ja, das ist sehr gut für mich. Ich glaube, Leclerc ist aus meinem Zeitfenster fast draußen. Noch 1/10. Dann habe ich's. Komm, zieh Honda, jetzt mit DRS, ich komm vorbei. Oh, scheiße. Ja, Mann, was ist ein Ferrari-Motor? Was ist ein Ferrari-Motor? Oh, das ist sogar die schnellste Runde. Vettel holt Leclerc. Okay, also Leclerc wieder mit Problemen hier.
Fightet? Fightet bitte? Oh, na. Oh, was? Digga, ich hab gerade auf Pause gedrückt, um den Clip zu speichern. Und da fährt der Typ ins Kiesbett. Ernsthaft? Okay, dein Frontflügel ist ziemlich beschädigt und das wird die Leistung beeinflussen. Yo, mein Frontflügel ist kaputt. Die Performance beeinflussen. Wir glauben, dass wir eine gute Strategie haben. Möchtest du den aktuellen... Warum fährt der Typ so weit außen, Alter? Drecksautomatische KI. Absoluter Witz. Absoluter Witz. Wäre safe der dritte Platz geworden. Jetzt wahrscheinlich nur noch so siebter, achter. Und noch die Strafe habe ich ja. Geil, Alter, geil. Ich fahre komplett außen. Schau, Alter. Ich mache hier schön den Block. So, ab geht's, nochmal in die Box. Oh. Oh. Ja. Ey, warum? So eine Scheiße, Alter. Ja, nicht mal mehr Punkte. Jetzt auf 5 Sekunden warten, wegen vorhin. Wo ist das Safety Car, wenn man es mal braucht? So eine Scheiße, Alter. Echt absolut lächerlich. Diesem Autopiloten, Alter, wegen dem. Der fährt einfach hier komplett links an der Stelle. Und dann gehe ich zurück ins Rennen. Dann bin ich natürlich im Kiesbett. Und dann drehe ich mich noch weg und fahre einfach in die Wand. Die schnellste Runde habe ich jetzt keinen Bock mehr, weil du hast dir die schön verdient heute in dem Rennen. Dieses Ende, Alter. Wie viel da bist du? Verstappen 0,3 hinter mir, dritter. Alter. Der war bis auf die letzte Runde Kurve nochmal vor mir, aber ich bin so abnormal reingestochen. Die haben jetzt endlich die Fahrzeugleistungen angepasst. Na. Und da kommen dann auch noch, die Fahrzeuge werden eine Sekunde schneller pro Runde. Eine bis zwei, weil die in echt, weil die im Spiel zu langsam sind im Vergleich zu Real Life. Ja, Platz 19. Klasse. Oh, der Lewis auf Platz 1. Adrian Lewis. Auf Platz 2, jawohl, der Vettel. Da wird eigentlich ich stehen. Und auf Platz 3, der Pascal. Moin. Lerner, dein Fahrer des Tages. Der Witzbold. Nee, der Computer, der Autopilot vom Witzbold. Das war der Fahrer des Tages. Oh, Ricardo, immerhin 6. 8 Punkte für Renault. Jo, Platz 19 am Ende. Man kennt's. Wie gesagt, wegen dem Autopiloten einfach ins Kiesbett gekommen. Ansonsten wäre das safe, aber wirklich safe ein zweiter Platz gewesen. So belastend einfach. Naja, weiter geht's mit dem nächsten Rennen dann in Baku. Hoffentlich mit mehr Glück, obwohl Baku eigentlich nicht so meine Strecke ist. Hochfahrerrettung nur noch 5. Ja, aber immer noch ordentlich vor mir. Ja. Alter, Carlos, Alter. Stabil. Digga, Leclerc. Absolut. Was? Und 10. Jo, Renault. Ja, Platz 5. Ja, oh, einfach McLaren. 54 Punkte. Was? Die haben fast so viel wie die Top-Teams. Alter. Ja, Leute, und das war's dann mit dieser eher enttäuschenden Folge beim großen Preis von China. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein beim großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Also haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.